Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer neuen Lotus-Folge. Schön, dass du wieder da bist. BC-Mod 332 hat eine neue Karte veröffentlicht und die nennt sich Budapest Underground. Und die wollen wir uns heute mal in der Folge hier anschauen. Das ist die Nummer 1 aus 1970. Passt natürlich perfekt in unsere Oldtimer-Woche hier rein. Ja, da können wir uns das Ganze dementsprechend mal angucken. Man muss hier auf jeden Fall sagen, schön ist, dass hier kein Zusatzcontent benötigt wird. Er liefert halt alles automatisch mit. Ja, das ist ein absolut, kann ich bis jetzt noch gar nicht, ja, dass ich hier einfach nur eine Karte runterladen kann, fertig ist es. Und ein Fahrzeug ist natürlich auch mit dabei, welches ihr natürlich im Workshop runterladen könnt. Und das ist dieses Gefährt hier. Wer die Fahrzeuge von BKV natürlich kennt, ne, die sind ein bisschen eigen, ja, aber ich finde sie ziemlich cool, weil sie halt so schön rustikal sind, ja. Und von daher, wer es eckig mag, so wie meine Wenigkeit, der ist hiermit genau richtig. Denn das Ding ist eckig, bis zum Geht nicht mehr. Aber es ist natürlich eine schöne Sache, ist die erste U-Bahn. Also jetzt hier für den Lotus-Simulator und auch die erste U-Bahn-Strecke für den Lotus-Simulator. Und von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal voll durch und gucken mal, was uns hier auf dieser Strecke hier erwartet. Es gibt einen Betriebshof, wo man die U-Bahn natürlich spawnen kann. Dann kann man sie mit der Straßenbahn dann praktisch hierher transportieren, sage ich jetzt mal so, also bis ins U-Bahn-Gleis praktisch rein und ja, ab da geht es dann natürlich mit der U-Bahn weiter. Und sonst, ja, was ist noch wichtig? Wichtig ist, dass ihr, bevor ihr den ersten Start hier macht, zumindest schon mal in die Option reingeht, in die Tasten Steuerung, also wo man die ganzen Tastenbefehle hier praktisch eintippen kann, weil ihr braucht den Pantograph, den müsst ihr separat einstellen, weil da gibt es keine Möglichkeit, diesen jetzt hier im Spiel hochzufahren. Ja? Also von daher habe ich das jetzt natürlich schon gemacht und das sollte dementsprechend jetzt auch funktionieren, ja? Dass wir hier zum Beispiel den Pantograph jetzt hier heben können oder senken. Dann halt, ne? Also wisst ihr ja schon. Das sind bei Fahrzeugen vom BKV ist das normal, dass man das noch manuell irgendwie machen muss, da das Ganze halt nicht gescriptet wird, dass man das halt im Fahrzeug halt irgendwie machen kann. Gut, also wie gesagt, Pantograph hoch und dann haben wir schon die halbe Miete hier gewonnen. So sieht das Fahrzeug hier von innen aus. Hier vorne schön ist auch, dass wir hier Fenster benutzen können. Hauen wir hier die Engine hier rein, so. Und dann können wir hier schon Licht anmachen. Perfekt, ja. Innen drinnen natürlich. So sieht das Ganze innen drin aus. Das ist eigentlich ziemlich hübsch. Und wenn wir jetzt natürlich hier, können wir auch, ich guck gerade, oh, weil hier die Türsteuerung umgedreht. Nein, die Türsteuerung, die können wir natürlich dann auch in beliebig beiden Richtungen öffnen. Halt Underground-Technik halt, ne? Also können Sie hier in beiden Seiten natürlich hier einsteigen. Sonst, ja, ist eigentlich soweit hier alles erstmal soweit fertig. Wie gesagt, offiziell gibt es ja noch kein U-Bahn-Modul, ne? Also dass man hier U-Bahn-Strecken so bauen kann. Deswegen wird es auf jeden Fall sehr interessant jetzt die Fahrt. Wie gesagt, ich werde jetzt hier soweit erstmal schon alles vorbereiten und dann würde ich sagen, können wir mal die erste Runde drehen, zumindest hier schon mal. Los geht's. Mit zwei Fahrzeugen dürfte es echt kompliziert werden, weil hier gibt es Bahnhöfe, die haben schon echt in sich, die sind schon richtig eng, ja, also da sollte man auf jeden Fall versuchen, mit einem Fahrzeug hier zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob der für die Doppeltraktion überhaupt ausgelegt ist hier. Ja, sonst können wir hier natürlich das Fenster halt öffnen, ne? Wir haben hier unsere Klingel, wo wir hier klingeln können, ne? Innen drinne, ihr seht, Lampen funktionieren auch alle. Und leider, ach hier doch, Licht vorne ist zum Beispiel auch an, also auch das ist alles mit Funktion hier. Na dann, weiter geht's.
sehe gerade, dass der Ton wahrscheinlich vom Spiel viel zu laut ist. Ich drehe den mal ein bisschen runter. Ich sehe das jetzt gerade. Gerade beim Kurvenquietschen muss ich gerade mal rüberlinsen und da sehe ich da ja auf einmal wieder schon im roten Bereich. Es tut mir leid, falls ich euch jetzt eure Ohren jetzt schmerzen. Das war jetzt nicht meine Absicht gewesen. Aber jetzt sollte der Ton jetzt ein bisschen angepasst worden sein. So, na manchmal unterschätzt man das Ganze halt, ne? Ja, ihr seht es auch, ne? Also es ist extrem hübsch gebaut hier, ne? Da stößt nicht über. Wenn wir uns mal hier so angucken, ne, wie das Ganze gebaut ist, eigentlich total simpel. Ja. Hier wurde der Bahnhof halt gebaut. Ich glaube, das ist so, wenn mich nicht alles täuscht, würde ich sogar fast behaupten, dass es ein Objekt ist. Ja. Also dafür muss man ganz ehrlich sagen, eine coole Idee eigentlich. Denn halt die Objekte, die Tunnelobjekte. Und dann, ja, ringsum passt ja nichts. Ne? Also eigentlich gar nicht so verkehrt, muss man sagen. Eigentlich relativ, ich sag mal jetzt vorsichtig gesagt, recht simpel. Ne? Aber scheinbar kommt man da nicht so einfach drauf. Ich habe die Tür öffnen Taste auf der Alt, also STRG Alt, ja. Wenn ich denn immer zu schnell bin, die Tastenkombination drücke, ja, dann öffnet er mir immer das Seitenfenster denn, ja. Also nicht wundern. So. Mal jetzt hier einfach mal zumachen. Wir werden mal hier mal die Handbremse lösen. Na. Na, Handbremse lösen. So. Gucken, wie sieht es denn eigentlich von innen aus? Ja, fehlen nur noch die Menschen hier, wa? Würde ich sagen, ist die Strecke fertig. KI-Verkehr noch, dass jetzt zum Beispiel eine andere U-Bahn jetzt irgendwie entgegenkommt oder sowas. Ja, dann war es das ja eigentlich schon, weil KI-Verkehr brauchst du ja hier nicht wirklich, weil U-Bahn, ist ja. Oh, aber hier ist. Guck mal hier. Hier glitzt es so ein bisschen durch hier. Ja. Das hat doch voll noch gepasst, ne? Aber das Problem ist, du kannst sie halt nicht manuell einstellen. Ne? Also du kannst sie halt nur senken oder heben. Du kannst sie jetzt nicht manuell jetzt irgendwie sagen, jetzt auf was für eine Höhe die jetzt zum Beispiel hier sein sollen oder so. Ne? Also, ja, gut. Wenn du ja eigentlich im Fahrzeug sitzt, siehst du das ja in der Regel nicht. Und dann kann man darüber auch ein bisschen hinwegschauen. So. Dann machen wir mal hier die Türen wieder schließen hier. Und dann geht's ab.
würde ich sagen. Gut, man muss aber auch dazu sagen, ne, es sind auch immer die gleichen Bahnhöfe. Ne? Also man hat hier wirklich nur einen Bahnhof halt immer jetzt mehrmals gesetzt und halt immer die Zwischenstücke praktisch in der Mitte platziert. Und ja, somit entsteht praktisch eine U-Bahn-Linie. Ist aber nicht verkehrt, weil es scheint ja dann doch zu funktionieren ohne Probleme wohl in Lotus. Anfangs, ich hatte das ja tatsächlich ja selber mal probiert gehabt, mit einem eigenen Tunnelobjekt einfach mal zu bauen. Und ich hatte tatsächlich ein Lichtproblem gehabt, ne? Also es wurde halt nicht dunkel im Tunnel. Das ist jetzt ja hier auch nicht, ne? Aber du siehst halt nichts mehr so von der Umwelt. Und somit könnte man fast meinen, dass man halt wirklich unterirdisch fährt. Obwohl, ich wiederhole mich, sondern ich muss meine Aussage jetzt von gerade jetzt verändern. Also entweder, weil der sieht schon ein bisschen anders aus. Es kann natürlich auch sein, dass er den einfach nur gedreht hat jetzt in dem Bahnhof. Ja, wenn wir jetzt mal von oben einfach mal raufgucken. Weil das eine Häuschen war jetzt nicht hier hinten davor. Aber es können natürlich jetzt auch einzelne Objekte sein. Das wäre ja auch noch in Ordnung, ne? Aber das sieht irgendwie aus, als ob das alles zusammengehört. Das wäre natürlich auch noch in Ordnung, ne? Du machst einen Universalbahnhof und den beschmückst du dann halt immer anders irgendwie, ne? Das ist ja natürlich dann auch kein Problem. So, da vorne kommt meine Kurve. Dann machen wir schnell die Türen zu. Also der Bahnhof sieht schon anders aus hier. Na? Ja, also das sieht man halt auch. Ne? Also das sieht aus wie ein sehr, sehr moderner U-Bahnhof schon. Wo die anderen halt noch ein bisschen rustikal gewirkt hatten, sieht der schon modern aus.
So, und da sind wir auch am Endhaltebahnhof hier angekommen, scheinbar. Da vorne geht es dann nämlich jetzt nur noch in die Sackgasse. Und dann heißt das natürlich einmal umdrehen, bitte, denn das ist auch ein Zweirichtfahrzeug. Wir können in beiden Richtungen, also in zwei, beide Richtungen verwenden, so wollte ich es eigentlich sagen, ne, vorne und hinten. So wie es halt so für U-Bahn typisch ist, ne, dementsprechend halt auf- und abrüsten. Und dann. Ja, funktioniert das auch hier? Sehen wir, ne, hier passt das Ganze wieder. Keine Ahnung, was vorhin los war. Auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Wie gesagt, jetzt klar ist jetzt noch ein bisschen Bedarf jetzt hier, dass das Ganze lebendiger wird jetzt hier unten. Erinnert mich so ein bisschen so an World of Subway 2 so. Um das mal so ein bisschen vorab zu nehmen hier. Ich finde es aber sehr interessant, tatsächlich, was wohl möglich ist hier in Lotus Simulator. Denn wirklich viele Fehler sind mir jetzt hier dementsprechend nicht aufgefallen. Und dafür, dass es ja hieß, es ist aktuell nicht möglich, dass man U-Bahn-Strecken bauen kann. Ja, ich glaube, hat hier BC-Mod einfach mal gezeigt, dass es nun doch möglich ist. Bin mal gespannt, ob die Karte geupdatet wird noch, ob er da auf jeden Fall noch dran weiterarbeiten wird, so von den letzten vergangenen Projekten von BKVT und dem Beiwagen dazu. Ist ja ein bisschen spärlich gewesen, was so Updates auf jeden Fall anging. Bin mal gespannt, ob er die Strecke hier auf jeden Fall weiterhin bearbeitet. Es wäre auf jeden Fall eine coole Sache, würde mich sehr, sehr darüber freuen, denn die erste U-Bahn-Karte, ja, ist natürlich ein absolutes Highlight und dementsprechend muss ich das auch in der nächsten Folge mal einfach mal mit VR testen, mal gucken, wie das halt so rüberkommt. Und ja, gerne seid ihr jetzt herzlich eingeladen, jetzt mal dazu zu kommentieren, wie euch das Ganze so gefallen hat und ob ihr damit gerechnet hättet und so weiter und so fort. Nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.